ist es bitter. Jetzt habe ich, er macht einen Pre-Pull-Timer, ne, dass ich Inka ziehen kann. Ich hatte aber noch 2 Sekunden Cooldown auf Inka. Habt ihr das eben gesehen? Richtig bitter. Richtig, jetzt habe ich gar nicht umgeskillt, oder? Soll ich ein Ding benutzen? Komm, scheiß drauf, wir benutzen so eine Flask. Mir ist der Key halt sowas von Lachs. Oh, jetzt logge ich gerade auf den zweiten Ding ein. Jetzt pullen wir einmal die Mobs hier raus. Oder der Mage macht's schon. Ja gut, okay, soll der Mage machen. Scheiß drauf. Ist mir Lachs. Also die musst du halt einmal rauspullen, ne? Sonst fieren sie dich in den Kack rein und das wisst ihr halt nicht. Ich weiß gar nicht, ob die auch hochballs. Ach, die. Was? Die Balls dann auch? Ernsthaft? Okay, das wusste ich tatsächlich nicht, ne? Man lernt immer wieder mal was Neues. Ich wusste nicht, dass diese Scheißviecher hochboostern können. Also hier muss ich nicht langstealthen, aber ne? Man kann's machen. Man kann auch theoretisch die zwei dazu ziehen, wisst ihr, zu denen hier, weil die können ja absolut nichts, die Mobs. Aber naja. Wisst ihr was? Ich ziehe jetzt hier die beiden CDs rein. Oh, und die Ding kam auch noch. Dann sind wir bei 2 Mobs einfach bei 120, 130 km DPS, das Tank. Zwielichtverwüstung, sei Dank. Habt ihr das gesehen? Das hat geschallert. Das hat geschallert. 1,6 Millionen haben wir der Zwielichtsverwüstung gemacht. Auf 2 Mobs. Schon nicht so schlecht. Ja, Zwielichtsverwüstung ist schon eine nette Sache. So, warte mal, jetzt rawen wir hier einmal. Ah, eigentlich hätten wir gleich hier durch sollen. Aber, ach, da ist auch nochmal eins. Da gehen wir jetzt mal schnell raus. Okay. Ach, komm, 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 lauf noch rein. Hat er den erwischt? Nee, oder? Den hat er nicht erwischt. Achso, vielleicht war das jetzt doch nicht so clever, weil jetzt haben wir hier kaum Platz, den da hochzuziehen. Warte mal, ist das der Schaden? Oh nein, das ist der Effekt. Ich dachte eigentlich, dass wir. Ich hab nicht geguckt, was wir als zweites hatten. Das muss der Heiler einmal ausheilen. Ja, und er heilt es halt nicht aus. Ach, ich hasse dich. Jetzt ziehe ich meine Heil. Er muss es halt einmal ausheilen, dass es weg ist. Jetzt ist es weg. Ich muss meine Eigenheilung ziehen bei einem Mob, ne? Das ist schon ein bisschen lächerlich. Zieh dir. Also ich benutze die halt lieber dann. Warte mal, ziehen wir das Portal vielleicht doch ein bisschen da weg, nicht, dass man da nicht draufklicken kann. Ich habe hier in dem Game schon die komischsten Sachen erlebt. Deswegen, ja. Also normalerweise machst du als erstes die kleinen Mobs. Ich bin am überlegen, ob ich jetzt instant die rauspull, hier hochziehe. Nein, charge doch da nicht rein, Bro. Lass mal die kleinen Mobs danach machen. Das geht nämlich auch. Ich hasse dich. Warum macht er das? Ich will die halt hinter die Wand ziehen, hab noch nichts draufgehauen. Und der Dude charged halt volle Lotze rein. Bei manchen Leuten frage ich mich echt. Da haben wir halt 4 Stacks schon wieder von der Scheiße, ne? Ah, oh, der wird halt voll da reingeführt. Warum laufen denn die davor? Das ist halt so dumm. Lass halt den Scheiß-Tank das Zeug hinterpullen. Warum muss ich so eine Wichse machen, dass ich dann da voll reinrenne? Ich versteh diese Leute einfach nicht. Wenn der Tank einfach nur ein Mondfeuer auf den Mob macht und hinter die Wand läuft, dann hat er da wahrscheinlich nicht viel Aggro drauf. Und warum muss ich dann den Mobs entgegenlaufen? Solche Leute, da kriege ich richtigen Hass drauf, ne? Auf solche Leute. Vor allem beim fucking Bowstring will ich halt nicht, dass halt 5 Mobs-Gruppen gepullt werden, wenn du da reingeführt wirst. Super, jetzt heilt er mich wieder nicht voll, oder? Bro, das Ding haut mir immer mehr Schaden raus. Zieh jetzt hier sicher nicht meine Ding, um das zu pullen. Holy moly. Was ist denn mit dir? Der nächste Dude läuft hier rein. Natürlich kannst du hier schneller pullen, aber ich pull nicht, wenn ich 4 Stacks von der Scheiße drauf hab und es mich dann die ganze Zeit tot tickt, weil mich der Heiler halt einfach nicht voll heilt, ne? Ohne Scheiß, dieser Heileffekt ist halt eigentlich einer von den einfachsten überhaupt, wenn du random läufst mit random Heiler. Weißt du halt immer nicht, was du kriegst, dann ist es tatsächlich meiner Meinung nach einer der schwersten Affixe, weil das dann halt echt ein bisschen abfuckt. Jetzt haben wir den natürlich ein bisschen geleint hier.
Ich habe jetzt schon mal einfach mal gewollt. Den kicken wir. Ah, war ja. Der heilt den Effekt halt nicht aus, ne? Jetzt wollte ich nochmal. Ich noxe mal weg. Der muss einmal das ausheilen. Das haut mich einfach immer weiter runter. Macht er halt nicht. Ich hab's halt. Ich hab halt durchgehend 4 Stacks drauf. Der muss halt in dem Fight fünfmal so viel heilen, wie er eigentlich heilen müsste. Er müsste mich nur einmal vollkriegen, weil ich die ganze Zeit übelst Damage reinkriege. Und das ist halt prozentual. Das sind 8% von meinem Maximal-Life, was ich die ganze Zeit reinkriege. Bei einer Million Life ist das viel. Es tickt immer noch durch. Hat mich immer noch nicht ausgeheilt. Komm, scheiß drauf. Die sind ein paar von meinen eigenen Heilungen und die Sache ist geritzt. Richtig abfuckt. Ich habe jetzt halt hier in der Mitte noch diese Scheiße, ne? Weil ich das halt vom PvP noch drin habe. Ich könnte es eigentlich umstellen hier für die Vision, aber naja. Also der geht mir schon auf die Nerven, der Heiler. Und zwar ziemlich. Ja, du, ich sag's dir. Ich sag's dir. Das, weißt du, was das Problem an der Geschichte ist? Wenn du sofort, wenn die Leute den Debuff haben, du es sofort ausheilst, dann heilst du einmal drauf und ist gut. Wenn du es aber immer nur, wenn du immer nur einen Ticken gegenheilst und es die ganze Zeit drauf lässt, dann ist der Schaden, der quasi über das Ding kommt, wesentlich höher, als das die Mobs machen, ne? Also du tust dir als Heiler keinen Gefallen, wenn du es die ganze Zeit so durchticken lässt, ne? Ich heile mich jetzt mal nicht selber gegen. Ja, er lässt einfach hochstacken. Er macht lieber Schaden, lässt mich stacken und muss dann das Zehnfache selber draufheilen, weil ich jetzt durch das die ganze Zeit übers Damage krieg. Alter, ist das nervig. Der Heiler geht mir richtig auf den Sack. Ja, er lässt mich halt den ganzen Fight das durchgestackt lassen. Das ist so dumm. Das ist einfach nur dumm. Und dann fängst du nämlich irgendwann das Strugglen an. Ja. Alle 3 Sekunden 8% von meinem Leben. Ja. No one ist der Schaden von dem Ding, ne? Ich habe alleine 41, fast 42% nur von dem Buff gekriegt, weil er ihn halt nicht ausgeheilt hat. Das ist halt die Kacke. Du heilst ihn halt sofort aus. Easy, aber du darfst ihn halt nicht stacken lassen. Na, da kommen wir jetzt halt schlecht ran, ne? Weiß nicht, ich bin der Letzte, der was gegen hat, wenn der Heiler auch drauf damage, das ist gut, ne? Aber es bringt halt nichts, wenn du drauf damage, du auf den Leuten den Stack hast. Und du dann das X-Fache heilen musst, um das wieder wegzukriegen. Das haben wir halt, da habe ich schon echt die Faxen dicke, ich sag's euch. Bei sowas. Jetzt sind wir nicht gewiped dadurch, ne? Ja, seit wann kommt denn? Okay. Sonst kam immer drüben das vorher, ne? Aber gut. Soll ich mir die CDs aufsparen? Ich bin gerade überlegen, fürs Rainer-Ehen, da müssen wir jetzt dann doch ein bisschen weg. Übernommen. Hier, den kann man, wenn man ihn richtig kickt, ne, hat mir einer aus der Gilde gezeigt, kann man tatsächlich sein Blitzegedönse abbrechen. Gehen wir da mal raus. Ich spiele jetzt mal safe. Dann setzen wir lieber mal die Heilung ein. Gehen wir mal vom erlittenen Schaden weg. Jetzt macht das doch besser, muss man sagen. Schauen wir mal, was als erstes kommt. Na. Da rotzen wir jetzt mal rein hier. Ich hoffe, da kommt eine Zwielicht zur Wüstung. Prockt halt keine Zwielicht zur Wüstung, ist das traurig.
Weißt du, da sind mal ein paar mehr Mobs, ne, wo ich sie gebrauchen könnte. Und dann kommt einfach nichts. Und der ist halt jetzt ordentlich geboostert, ne? Ah, das war jetzt halt nicht so ganz gut. Hätte ich aber selber auch besser drauf gucken können, ne? So. Jetzt macht er wenigstens sein Ausheal-Gedönse. Schauen wir mal. Das hier, das ist der Blitzhanswurst. Den muss ich richtig knocken. Ah, da kam jetzt zumindest. Ah, schau mal, sind wir gleich bei 200 kDPS. Wenn ich den richtig knocke, und zwar jetzt, dann macht es nämlich nicht nochmal. Dann interruptet's ihn. Ja, nice. Sub kann man immer gebrauchen, oder nicht? Jetzt kann ich ihn halt nicht nochmal knocken. Jetzt müssen wir halt tatsächlich ein bisschen weg. Jetzt wenn wir den hier töten und dann. Ja, ich hätte ihn vielleicht noch weiter wegziehen können. Aber gut, der ist jetzt minimal, ist jetzt fast tot. Minimal gebufft, das war jetzt kein großes Ding. Setzen wir die Heilung nochmal ein, rauen wir einmal rein. Den können wir direkt hier machen. Da brauchen wir eigentlich nichts skippen. Bloß die kleinen Viecher hier, die musst du halt relativ. Das halt nicht so aufeinander sticken. Habe ich Aufopferung gekriegt, aber ich habe nur zwei Stacks, also das ist vollkommen in Ordnung. Stell mich mal so ein bisschen rüber. Ah, super, jetzt muss das Ding nochmal procken. Cloaken wir das mal weg. Eigentlich. Ah, fuck, ich hätte jetzt nicht die Explo da reinziehen können. Aber wir können sie hier reinziehen, um ein bisschen gegenzuheilen. Da kommt aber auch nichts, ne? Dass er mal den Stack aushält. Das ist halt immer, der macht ja nicht viel Schaden, der Mob. Aber der ist immer so ganz kurz über und dann. Komm, wir ziehen. Jetzt haben wir schon wieder vier Stacks. Jetzt ziehe ich einmal meine Eigenheilung und bin halt wieder voll, weißt du? Ich hab der Parler das so registriert, dass der da halt echt nervig heilt. Es ist ja nicht so, dass er mich komplett sterben lässt, sondern er hält mich halt immer so knapp unter dem Betrag, dass der Buff halt verschwinden will. Will er HPS pushen oder was hat er vor? Ja gut, das war jetzt nix. Ich dachte, der macht seinen Laserstrahl da, aber der hat seinen Hit gemacht. So, jetzt macht er seinen Laserstrahl. Komm, laufen einfach einmal durch, scheiß drauf. Das macht so gut wie kein Damage. Gut, du hast hier noch einen kleinen Feuerdot danach, aber der ist jetzt nicht so krass. Machen wir einfach meine Eigenheilung wieder. Warte, tun wir da das Ding ablegen. Jetzt kann ich ihn schon langsam rüberziehen. Der stirbt eh jetzt gleich. So, jetzt darf ich hier halt nicht so viele Mobs pullen. Warte mal, wir heilen uns jetzt das Ding aus, machen hier ein Ding an und pullen halt hier jetzt einen Pull, aber nicht und. Ab, nein, jetzt ist da noch einer dazugekommen. Die müssen halt alle einigermaßen gleichzeitig sterben. Warum hat er denn den einen jetzt geslowt oder gestunt? Die sollen hier zusammen in einem Pull. Ich habe extra den im Visier, der am meisten Leben hat. Weil die sind halt jetzt übelst hoch, die Bolster. Ah, fuck, das ist jetzt nicht gut. Na ja, gut, der hat jetzt ein Bolster-Ding. Nein, ich mach extra keinen Schaden drauf, weil ich die anderen dazu pullen will. Ach. Müssen jetzt halt auf die mehr Damage machen, die da mehr Life haben. Ich hoffe, die checken das. Ich hätte sie einzeln pullen sollen. Kannst dich nicht drauf verlassen, dass die Leute checken. Dass man beim Bolstern vielleicht jetzt nicht die Losten da. Warte mal, ich kann da eine Explo reinhauen. Ging ja einigermaßen gut. Haben sie ja jetzt nicht krass hochgeboostet. Also du kannst hier auch alle zusammenpullen, aber dann dürfen die DDs, so wie gerade, die nicht angreifen, bevor du nicht wirklich alle hast, ne? Also wenn die komplett alle zusammenpulst und die auf einem Haufen hast, dann geht das auch, ne? Die machen ja nicht viel Schaden. Bloß wenn ein paar früher und ein paar später quasi gepult sind, das funktioniert halt nicht, ne? Da ist dann halt Feierabend. Theoretisch könnte man die zwei auch zusammenpullen, aber das klappt mit einer Random-Gruppe auch nicht so gut. Deswegen lasse ich das lieber. Und ich habe schon wieder Stacks ohne Ende. Jetzt heilen wir uns selber mal über den Betrag drüber.
Der Buff ausläuft. Ich glaube, der Pala ist hier mit Locken und will einfach nur ein bisschen HPS pushen, weißt du? Es gibt theoretisch auch Locks für Mythic Plus, ne? Also vom Damage her und so. Und ich habe früher tatsächlich nur immer Weekly Maw of Souls gelaufen. Ich bin nichts anderes gelaufen, weil Maw of Souls das schnellste war in Legion. Und habe mal so Locks gesehen. Ich war tatsächlich, hatte ich so einen 100% Lock, also einen World Rank 1 Lock in Maw of Souls. Ich weiß nicht, was für eine Keyhöhe, das ist ja auch dann immer pro Keyhöhe abhängig. Und das war schon nice im Damage, weil ich halt einfach riesen Puls gemacht habe und alles weggekleeft. Maw of Souls konnte es richtig reinkleeben, das war schon nice. Die Instanz war eigentlich ganz geil. Wenn du auf alles geschissen hast, konntest du auch oben einen großen Pull machen und dann richtig wegkleben. Okay, der Boss haut aber rein. What the hell? Na, spielen wir vielleicht mal doch mit Active Mitigation, huh? Wie wär's? Machen wir ein bisschen safe. Ah, verdrischt mich schon der Boss tatsächlich. Aber nichts ready, ne? Weiß jetzt nicht, aber ich glaube, meine Inka haue ich jetzt hier nicht raus. Warte mal, steht der in irgendeiner Scheiße drin, der Mage? Habt ihr gerade gesehen, der hat da irgend so einen Debuff gehabt. Das war aber knapp. Jetzt bin ich überlegen. Nee, komm, ich spare mir meine Explo auf, weil oben die nächsten Mobs, die sind ziemlich ätzend. Da würde ich ganz gern meine Explo haben. Jetzt machen wir mal eine Heilung, dass der Dreier-Stack weggeht. Ja. Weil dem Pala liegt ja anscheinend nichts da dran, die Stacks zu resetten. Ah, da gehen wir dann doch mal lieber raus. Komm, der Boss stirbt. Ich laufe gleich schon mal in die richtige Richtung. Jetzt hau ich meinen zweiten Stack raus, was eigentlich nicht gut ist. So, und hier müssen wir jetzt gleich gucken, dass wir da nicht vorlaufen. Weil da kommen gleich ein Haufen eklige Mobs. Und das letzte Mal, wo ich hier war, bitte lauft jetzt nicht rein, lasst mich die um die Ecke rumziehen. Dass die hier schön zusammenkommen. Die sind richtig eklig. Die hauen richtig rein. Jetzt ziehen wir mal gleich eine Wall. Ziehen die Explo hier rein. Okay. Habt ihr gesehen, mit der Explo habe ich mich jetzt komplett nochmal hochgeheilt. Weil die hauen schon echt rein, die Mobs. Das ist gesehen. Aber gut, ich bin auch erst mal im Schaden, ne? Das gesehen, was die Mobs drücken. Die sind schon. Also das Pack ist schon echt eklig. Okay, gleich 200k DPS gestartet hier, ne? Mit Echoing wollte ich sagen, mit Zwielicht zur Wüstung. Wenn das reinscheppert, dann haut das ordentlich drauf, ne? Der Debuff. Gut, da ist das Totem, das sollten wir töten. Haben wir nochmal die Heilung. Jetzt habe ich einen zweiten Stack, das ist jetzt nicht gut. Jetzt muss er pumpen. Komm, wir ziehen jetzt nochmal meine zweite Eigenheilung drauf. Mit beiden Stacks. Alter, schau mal, was ich nur an dem Stack an Ding verliere. Komm, ich muss mich jetzt selber hochziehen. Die laufen jetzt hier raus. Für mich ist es aber egal, ich kann ranchargen. Also ich finde nicht, dass Königsruh schlecht ist, aber ich meine, dass Königsruh eine der Instanzen ist, wo die Trash-Mobs dem Tank wirklich mit Abstand am meisten reinhauen. Das will ich damit sagen. Nicht mögen, finde ich jetzt nicht, ne? Also ich bin da jetzt relativ neutral. Eine Instanz, die ich wirklich nicht mag, ist Schreien des Sturms. Die Instanz ist ätzend, aber nicht, weil ich die Instanz jetzt so. Ach, komm, Bro, bist du jetzt einfach in dem Cleave, in dem AE drin stehen geblieben, in dem hier? Ernsthaft? Die Mobs sind stationär. Der Rogue hat sich einfach wegschallern lassen. Einfach wegschallern. Voll auf Ist mir egal Modus. Jetzt hat er released, ne? Wir müssen jetzt dann auch mal gucken. Schreien des Sturms mag ich nicht, weil du halt. Da ist eine Instanz, wenn du dann nicht wirklich so richtig die Taktik spielst, kriegst du halt echt Probleme. Okay, wir sollten vielleicht auch nicht im Cleave drin stehen. Schon wieder so kurz eine Mühe vor. Okay, jetzt hat das ausgeheilt.
Super, sollen wir den Blob jetzt. Na ja, komm, scheiß drauf, machen wir ohne den Rogue. Das muss jetzt halt der Ding machen, der Mage, den da hinten. Was? Wo, warum haben die die Spinne? Oh mein Gott! Der ist bei ins Spinnenportal reingegangen. Oh mein Gott! Wie kann man es denn so verkacken? Dieser scheiß Rogue, echt? Alter. Kann man denn so ein Moron sein, echt? Er lässt sich halt von dem scheiß Ding wegratzen. Okay. Dann released er nicht. Er wartet, bis die Mobs fast tot sind. Dann released er und läuft rein und entscheidet, ist es eine gute Idee, erst zu warten. Und dann, wenn die Mobs, wenn man fast retzen können, denkt er sich, ja, warte mal. Eigentlich könnte ich. Ja gut, die sind unsichtbar. Eigentlich. Dieser Gammler echt. Also echt. Ach so, da müssen wir gar nicht rein. Wir können ja einfach so runter. Sonst können wir mit dem, glaube ich, nicht quatschen, oder? Also das war jetzt einfach nur dumm. Der ist halt in das andere Portal rein und hat halt, ne, richtig abgefuckt. Diese Rogue, ja, sah halt gut aus, ne? Also gut, mir ist es ja voll Lachs, ob wir das in-time machen, ob das depleted ist oder so. Ich will nur mein Wiki-Key, aber der eine wollte halt ein +2 machen. Wäre wahrscheinlich ausgegangen, ne? Es sind jetzt noch die. Wir haben fast den Trash fertig und so und die zwei Bosse, aber jetzt wird's halt eher schwierig. Na, wenn du da halt vibest, dann schaffst du halt kein Ding mehr. Jetzt warte ich noch auf den Mage. Ja, der hätte einfach den anderen Pillar angeklickt. Der hätte halt einfach draußen bleiben sollen. Keine Ahnung. Jetzt müssen wir halt hier wieder. Sind die Augen jetzt wieder neu da? Nee, die Augen sind nicht mehr da. Nein, was? Jetzt sind halt. Sie hat wieder gepullt. Was ist denn mit euch? Hat er jetzt wieder den anderen gepullt? Wir brauchen halt eins und. Jetzt haben wir wieder beide Mobs am Arsch. Jetzt pulle ich den einmal hinter und dann laufe ich, wenn das Zeug despawned ist, wieder vor. Zumindest ist so der Plan. Wie kann man denn. Alter. Wie kann man denn so scheiße sein? Kann mir das einer erklären, wie das geht? Wir brauchen halt den anderen Mob, um durchzustaven. Ich hoffe, die killen den jetzt nicht. Ohne Flachs. Nicht killen. Alter. Weißt du, bis dahin dachte ich mir, gut, die Gruppe sind halt nicht komplette Vollidioten. Ich will einfach nur chillig meinen Weekly Key machen. Jetzt hätten die fast den Mob umgebrezelt. Jetzt habe ich dreimal in Großbuchstaben geschrieben. Run, don't kill, no, Ausrufezeichen. Dann haben sie abgelassen von dem Mob. Ich sag's euch. Dann hätten sie jetzt fast umgebrezelt, ne? Komm, kicken wir den. Jetzt können wir ihn killen hier.
Ein bisschen muss er noch runter. Nochmal ein Kick. Okay, sie haben ihn gestunt. Ich hoffe, das reicht, ne? Was müsste eigentlich? Müsste, hoffe ich zumindest. Ja. Ohne Scheiß. Die wollten jetzt nur, dass wir hier wieder HT haben. Da bin ich mir sicher. Holy moly. Man hat's nicht leicht, ich sag's euch. Man hat es nicht leicht. Warte mal, habe ich jetzt eigentlich gar keinen? Doch, ich habe noch hier einen Effekt. Passt. So, jetzt machen wir mal Spaß mit Totems. Hier unter dem Teppich siehst du die Einschläge schlecht bis gar nicht. Okay, ich habe jetzt noch 2 Sekunden, bis ich einen Kick habe, aber das müsste ausreichen. Jo, Junge, alles gut hier. Alles gut, ich habe das mit dem Kick voll unter Kontrolle. Ja, bei dem Teppich ist echt immer schwierig, ne? Blizzard hat bei 2 Sachen Probleme. Wenn irgendwelche Oberflächen über den Voids sind, wird es nicht gescheit angezeigt. Und wenn Schrägen sind. Blizzard kriegt es nicht hin, dass sie eine Void-Fläche auf die Schräge produzieren, sondern die backt dann so in der Schräge drin und dann siehst du immer nicht, okay, bin ich jetzt safe? Bin ich jetzt nicht safe? weiß ich nicht, dass sie das bis heute nicht hinkriegen, ist schon echt ein bisschen traurig, ne? Also da müsste man sich rein... Okay, aber sie stellen sich alle rein, ne? Also da kannst du jetzt nichts sagen, das klappt. Ich müsste mal so im letzten Moment rausgehen, weißt du, was ich meine? Ich habe überlegen, muss ich einen Raw nutzen? Ne, das müsste ausgehen. Sonst gewollt. Okay, er hat sogar reingetauntet. Hier sogar richtig enhanced, ne? Sie sind, ja, die sind jetzt nicht schlecht, ne? Kannst du jetzt nichts sagen. Die kennen zumindest die Instanz. Aber das da vorne mit dem Ding, das war. Ja. Das war Rogue-Gameplay vom Allerfeinsten. Sage ich euch, vom Allerfeinsten war das. Dann nochmal den Dude pullen. Keine Ahnung, wie das ging. Aber es hat funktioniert. Ich glaube, wenn der einmal getriggert ist, ne, dann kommst du nicht umrum. Können wir da... Oh, habt ihr das gesehen, wie ich den aus... Warte mal, den Typen müssen wir kicken. Ja, da kam er... Oh, shit. Da haben wir uns jetzt hier aber, ne, ganz böse erwischen lassen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir aus dem Kreis rauskommen. Ja, shit. Jetzt kommt das halt nochmal. Sollen wir hier nochmal rein explodieren oder sparen wir uns die Explo? Komm, ich spare mir die Explo. Die nächsten Mobs, die kommen, die werden nochmal ätzend. Das sparen wir uns jetzt einfach ganz, ganz bequem. Warte mal, das war's doch jetzt, oder? Wir haben da jetzt alle Bosse. Ja, okay, ich wollte gerade sagen, manchmal bin ich mir nicht ganz sicher. Wie viele Bosse haben wir jetzt? Wir brauchen noch 82%. Dann Raw war einmal den Collision. Na gut, das hat fast keiner gekriegt, aber der gute Wille war da, würde ich mal sagen. Ja, wir müssen jetzt halt ein bisschen mehr Mobs machen, weil wir den einen jetzt hier gekillt haben, aber es ging jetzt nicht anders. Das ging jetzt nicht anders. Shit, jetzt kommt das Video und ich habe den Autowalk, habe ich nur am Laufen. Das ist richtig ätzend. Da kam Zwiesverwüstung. Hex kommt, Desorientieren kommt rein. Okay, er hat ihn auch gestunt. Heilungstotem. Warte, ich drück. Oh, ich habe Handauflegung gekriegt. Ich habe meine Ding gerade reingehauen. Gut, ich habe jetzt hier einige Stacks. Alter Schalter. Ich muss die jetzt wegkicken. Das hilft nichts. Alter, krieg ich Damage. Die Stacks, ne? Die ganzen Dots. Richtig, jetzt habe ich halt nichts mehr für das nächste Pack. Scheiß drauf. Das wird jetzt eine harte Nummer. Sage ich euch, das wird jetzt eine harte Nummer. Alle kicken. Wenn wir jetzt Glück haben, naja, der hat dort. Aber gut, der kann hier nichts. Der kann. Ah, da ging es wie zur Wüstung. Ja, gut, das war keine harte Nummer. Da hat der Mage hat alles gezogen, habe ich gesehen, 200 Kader reingelatzt. Ja, Leute, wenn ihr jetzt noch aus dem Kack hier rausgehen würdet, dann wäre es noch ganz gut. Das war jetzt easy.
Einer hat gefragt, ob wir gut von Prozenten sind, aber ich habe gemeint, passt. Alles easy ausgedingst. Der bringt doch jetzt. Stand with me, schreibt der eine. Alter. Da muss einer rein, da hinten. Stellen sich halt die Ranges rein. Okay. Das wird halt jetzt hier eine ganz fiese Angelegenheit. Muss ich jetzt hierfür wallen? Er hat mir jetzt getauntet, ne? Ah, er kriegt mich gerade nicht hoch. Muss ich. Ja. Ich weiß halt nicht. Warum tauntet er denn da rein dann? Muss ich Shadow melden? Soll ich nochmal abspotten? Ja, jetzt sterbe ich halt auch. Von denen kann keiner retzen. Ja, das war jetzt eine ziemlich dumme Idee. Ja, super. Läuft hier eine Hanswurst jetzt? Doch, Tool bringt Prozent. Wir sind genau bei 100 jetzt. Also wahrscheinlich haben wir vielleicht 0,54 irgendwas zu viel, aber das hat gepasst. Also so laufe ich eigentlich meistens. Bloß der Heiler hat hier zweimal den Boss gespottet, weil er meinte, er macht das ganz gut. Ich bin halt davon ausgegangen, okay, wenn er jetzt nochmal reinspottet, wird er bubbeln, ne? Hat er aber nicht getan und ist gestorben. Wo ist er denn jetzt? Kann er mich jetzt retzen? Ach, okay. Na gut, Ding wird es halt eh nicht mehr, ein Double Chest. Dafür haben wir zu viel komische Kacke gemacht. Jetzt können wir hier ganz entspannt. Ganz entspannt, wo wollen die hinlaufen? Da ins Jenseits. Okay, dann den Worry halte halt nicht hoch. Gut, das ist jetzt aber auch nicht mein Bier. Ich habe mich jetzt selber komplett vollgehalten. Es ist halt jetzt schon dumm. Jetzt starten wir halt schon mit einem Debuff rein, weil er den Typen vom Fight nicht voll heilt. Ja, auch nicht verstehen. So, ich warte. Da würde ich jetzt rausgehen. Warte jetzt noch auf den Dings hier, auf den Raptor. Dann ziehe ich Inka und dann geht die wilde Lutze ab. So. Bisschen aufpassen da. Der Parler, was macht der denn? Reise nach Jerusalem. Okay. Fuck, jetzt ist der Dude gestorben. Ah, 4. Der Rogue wird halt jetzt rippen, ne? Der muss die Gruppe voll heilen. Ah, das ist halt genau das, was du nicht machst. Du darfst halt nicht die ganze Gruppe mit dem Debuff versehen. Du kommst halt irgendwann nicht mehr hinterher und der macht halt genau den Fehler. Jetzt haben halt 3 Leute 4 Stacks, ne? Das wird er halt jetzt nicht mehr gegenheilen können. Ja, jetzt. Da machst du halt jetzt nichts mehr. Jetzt hat er die ganze Gruppe, die er. Oh fuck, ich renn voll in den Wirbel rein. Die ganze Gruppe, die er versucht, da noch auszuheilen. Was macht denn der Worry da, Bro? Geh doch raus! Alter! Alter Schalter, komm, ich wollte jetzt hier einfach. Den Backpackeln. Da hat er aber jetzt gerade noch richtig am Finger gezogen, der Heiler, ne? Hat er tatsächlich wieder alle hochgekriegt. Hat er richtig am Finger gezogen. Das war aber knapp. Warte, dann machen wir das mal. Uiuiui. Holy moly. Haben wir das noch geschafft hier? Und was kriegen wir Schönes? Wahrscheinlich wieder irgendein Mist. Schuhe haben wir gekriegt. Wer ist der Master? Uiuiui. Ist ja nicht so, ob ich mir die auch craften könnte, aber egal. Gut, okay, sind wir da auch wieder durch. Wieder Weekly Key geschafft. Wunderbar. War ja gar nicht so schlimm, sagen wir es mal so.
War ja ein einigermaßen gechillter Run mit Ausnahmen. Gut,